Wir sind nicht die Klischeevertreter von den Jungs und ich glaube auch eine Menge Arbeiter haben Schwierigkeiten mit uns. Ja, die sagen sich innerlich, was sind das denn für welche? Ja, die haben doch noch nie hier hinter gestanden, hinter der Brennmaschine oder so. Und das stimmt. Was hier ist, das geht an die Leute, die als Erste dran glauben, weil sie sich in die erste Reihe stellen. Ne? Also sehe ich hier auch eine konkrete Hilfe. Die Frage nach der Zukunft von Rheinhausen oder so, das ist eine Frage, die stellst du 1000 Politikern. Ich persönlich glaube, dass diese Stadt keine Zukunft hat. Weil, also, sagen wir, der Osten, der würde sich unheimlich freuen über dieses Beispiel. Das ist das übelste Beispiel von Kapitalismus, was man hier so durchziehen kann, weißt du? Vielleicht kann man das nur in Nordrhein-Westfalen verstehen. In der ganzen Republik kapiert man nicht, was hier abläuft. Die Leute identifizieren sich mit ihrer Zeche, mit ihrem Werk, was auch immer hier im Ruhrpott los ist. Die sind an ihren Werkzeugen mehr als an den Titten von ihrer Eulen, verstehst du? Das ist irgendwie ein Stück Leben, was du denen wegnimmst, wo sich jeder Tierschützer aufregt, wenn du einer Katze irgendwie ein Experiment, eine Spritze gibst, weißt du? Also hier passiert eine inhumane Schweinerei irgendwie. Da gibt's gar keine Diskussion.